Herzlich willkommen von meiner Seite aus dann eben noch. Und an der Stelle möchte ich auch nochmal unsere Zuschauer im Livestream auch nochmal für deren Durchhaltewillen auch nochmal dann eben bedanken. Ich glaube, die haben das auch ganz toll gemacht. Sie haben ja auch schon ganz viel Sitzfleisch bewiesen. Ja, was haben wir denn heute vor? Apropos Durchhaltewillen. Also Sie haben sich jetzt einer juristischen Dauerbeschallung dann eben ausgesetzt. Sind Sie denn jetzt noch fit für die datenschutzrechtliche Druckbeschallung? Da können Sie gern ehrlich antworten, insbesondere wenn ich Ihnen vielleicht noch zuvor erzähle, dass die Lösung unseres heutigen Problems, nämlich dann die datenschutzrechtlichen Aspekte, die sich beim Bestandsverkauf ergeben, innerhalb von vielleicht 1 oder 2 Minuten erzählt werden würden und eine Pause noch folgt. Aber wir haben ja eine Fachtagung heute und da, glaube ich, interessiert Sie viel mehr die Herleitung der Lösung, als dass Sie dann eben an dieser einminütigen kurzen Präsentation dann eben interessiert sind. Ja, jetzt ist die Frage, warum stehe ich heute hier auf der Bühne? Also nicht, warum stehe ich auf der Bühne, sondern warum stehe ich heute auf der Bühne? Bestandsverkauf gab es ja schon immer. Und warum ist es denn heute ein Thema? Und da möchte ich mal vielleicht ein kleines Beispiel, immer wenn Sie ein Beispiel brauchen, dann machen Sie das an Wasser, Auto oder Fußball. Ich habe mich heute für Fußball entschieden. Das Bundesdatenschutzgesetz gibt es ja seit 1996. Und es war auch Grundlage für die Datenschutzgrundverordnung. Also da sind sehr viele Elemente übernommen worden. Was hat sich da jetzt geändert? Warum war das vor 2 Jahren noch nicht Thema, über das wir heute sprechen? Und warum ist das dann eben heute noch das Thema? Und am Beispiel vom Fußball können Sie sich so vorstellen, ist das gleiche Spielfeld, sind die gleichen Mannschaften, die gleichen Stadien, die gleichen Zuschauer, die gleichen Spieler. Was sich geändert hat, ist der Schiedsrichter auf dem Feld. Sie kriegen halt jetzt für die Datenschutzverletzungen gelbe und rote Karten und ich weiß nicht, wie so ein Fußballspiel ausschauen würde ohne Schiedsrichter. Keine Ahnung, habe ich nachher noch ein schönes Bild dann eben dazu. Aber das ist vielleicht etwas, wovor Sie jetzt Respekt haben sollten und wo vielleicht dann eben auch noch die ein oder anderen Einflüsse auf den Bestandsverkauf hinzukommen könnten. Das Zweite, was sich ein bisschen geändert hat, die süßen Äuglein hier, die voller Unschuld auf Sie niederschauen, die Zeiten sind vorbei. Also heißt, die Zeiten des Welpenschutzes im Datenschutz sind halt dann eben nicht mehr gegeben. Da kann ich auch nur die Leiter der verschiedenen Behörden, der Landesaufsichtsämter dann eben zitieren, die sich eben entsprechend geäußert haben. Und diese einfachen Fehler im Datenschutz, die sollten Sie einfach dann eben ernst nehmen. Das wird dann eben zukünftig sanktioniert. Ja, und das Nächste, auch das ist wieder ein Zitat von einem Behördenleiter des Bayerischen Landesdatenschutzaufsichtsamts. Der hat gesagt, die Zeiten des zahnlosen Tigers sind vorbei. Der Tiger hat jetzt Zähne und kann auch zubeißen. Wird er noch nicht. Wie gesagt, nach wie vor sind die Behörden ihre Freunde, die unterstützen sie noch. Aber sie sollten halt dann eben das Thema jetzt dann eben entsprechend ernst nehmen. Und aus dem Grund reden wir heute dann eben über die datenschutzrechtlichen Aspekte auch beim Bestandsverkauf. Und was Ihnen noch besonders vielleicht wehtut oder welchen Aspekt Sie halt dann eben letztendlich noch dann eben beachten sollten, ist, dass es halt mit dem Bußgeld, was hier die DSGVO grundsätzlich vorsieht, allein nicht mehr getan hat, sondern es kann eben aufgrund der datenschutzrechtlichen Verletzungen eben auch dazu kommen, dass Ihr gesamter Kaufvertrag eben ungültig würde. Und das würde Ihnen wehtun. Jetzt ist so, dass Sie sind ja alle vertrieblich orientiert. Ich glaube, kein Vertriebler mag gern Verbote. Da wollte ich mal ganz kurz nochmal in die Grundlage einsteigen und Sie da nochmal kurz mitnehmen, warum es mit dem Datenschutz überhaupt so ein bisschen problematisch ist bei Ihnen im Betrieb. Und das ist halt, dass wir ein Verbot mit Erlaubnisvorbehalt bei der Verarbeitung personenbezogener Daten haben. Also heißt, Sie dürfen es nicht und wenn Sie es dann doch tun, brauchen Sie immer eine gesetzliche Grundlage. Die sind geregelt und egal, was Sie eben machen, bei der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten, Sie müssen das immer auf eine gesetzliche Grundlage stellen. Den zweiten Begriff, wo ich noch ganz kurz in die Grundlagen des Datenschutzes eintauchen möchte, ist die Begrifflichkeit des Verantwortlichen. Sie sind alle Verantwortliche beim Umgang, bei der Verarbeitung mit den personenbezogenen Daten Ihrer Kunden. Das sollten Sie halt dann eben im Hinterkopf haben. Sie können es nicht delegieren, es sind immer Sie als Geschäftsführer, als Inhaber. Sie sind dafür verantwortlich, dass alles sauber läuft. Sie können es nicht delegieren. Das müssen Sie dann eben für sich umsetzen und machen. Bevor wir jetzt dann eben nochmal schauen, welche Lösungsansätze für Sie dann eben interessant wären, möchte ich Ihnen nochmal anhand von einem kleinen Schaubild erzählen, welche Konstellation sich überhaupt ergibt, wie überhaupt der Bestandsverkauf aus datenschutzrechtlicher Sicht aussieht. Sie haben als erstes mal den Kunden. Und der Kunde, der bringt Ihnen quasi die DSGVO ins Haus. Ohne Kunden, keine personenbezogenen Daten, kein Datenschutz. Kommt jetzt zu Ihnen her und sagt, Mensch,
Sie machen das so gut, ich will Versicherungsschutz von Ihnen, lieber Makler. Dann sagen Sie, toll, kann ich. Kommt zu Ihnen. Das Erste, was Sie dann eben tun sollten, ist, dass Sie die Erstinformation aushändigen und dabei vielleicht auch gleich die allgemeinen Hinweise zum Datenschutz. Das heißt, so wie wir das dann eben für Sie auch schon konzeptioniert hatten, dann wären Sie sich mehr oder weniger einig, machen einen Maklervertrag an der Stelle und dann haben Sie schon Ihr Vertragsverhältnis zum Kunden und da wäre dann eben alles in Ordnung. Jetzt dürfen Sie entsprechend mandatiert nach einem Versicherer nachschauen, der bereit ist, dieses Risiko zu übernehmen. Hier ist auch ganz interessant, die Angebotsphase wäre auch schon geheilt. Ja, das würde der Datenschutz an sich so schon vorsehen. Dann gehen Sie zum Versicherer, wählen irgendeinen aus und am Ende des Tages kommt dann eben eine Police raus. Das heißt, der Versicherer geht auch wieder ein Vertragsverhältnis mit Ihrem Kunden ein, den Sie dann gesprochen haben. Jetzt haben wir hier mehrere verantwortliche Stellen, nämlich den Makler und den Versicherer, die sich dann eben um die personenbezogenen Daten kümmern dürfen. Und aus der Konstellation raus, jetzt kommen wir mal zum Bestandsverkauf, würden Sie jetzt eine dritte Stelle mit hinzunehmen, die dann eben neuer Inhaber, Verarbeiter der personenbezogenen Daten, ihrer Kundendaten werden würde. Das nennen wir mal Makler 2. Und den schauen wir uns jetzt mal ein bisschen genauer an, den Makler 2. Was hat es denn mit dem jetzt auf sich? Der ist letztendlich genauso wie irgendjemand, dem Sie auf der Straße begegnen und würden hier die Kundendaten ausposaunen. Sie dürfen es nicht. Ja? Und warum Sie es nicht dürfen, ist wieder ganz einfach dann eben durchs Gesetz begründet. Es ist ein Verbot mit Erlaubnisvorbehalt. Es gibt kein Gesetz, das Ihnen den Bestandsverkauf per se erlaubt. Also müssen wir uns jetzt dann eben überlegen, wenn Sie es doch machen wollen, welche gesetzliche Grundlage haben wir dafür? Und da ist der Rahmen eigentlich relativ genau abgesteckt. Es gibt nämlich den Artikel 6 DSGVO und da können Sie nachlesen, welche Möglichkeiten es gäbe, diese personenbezogenen Daten zu übertragen. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Das habe ich mir ein bisschen aufgezeichnet, ein bisschen Bilder noch mit dazu. Als Erstes hätten wir den Buchstaben A. Da geht es um die Einwilligung. Und das wissen Sie alle, grundsätzlich könnte, solange es nicht gegen die guten Sitten verstößt, Ihr Kunde in alles einwilligen. Ja, das kennen Sie von Facebook, da willigen Sie auch in alles ein. Und irgendwie funktioniert es ja. Die sind zwar immer so ein bisschen so eine Schusslinie, aber läuft. Ich vergleiche das immer ganz gern mit so einem Damoklesschwert. Also die Einwilligung ist die schärfste Waffe, die Sie im Datenschutz hätten. Alles, was Sie vom Kunden eingewilligt bekommen, können Sie dann eben letztendlich auch machen. Nur Damoklesschwert hat den Haken des seidenen Fadens. Und das ist im Datenschutz der Widerruf. Das heißt, wenn Sie Ihre Datenverarbeitung auf die Einwilligung stützen, dann müssen Sie auch immer mit dem Widerruf umgehen können. Widerruf immer in die Zukunft natürlich, dann eben gesehen. Das heißt, Sie müssen Ihre Prozesse so abstellen, dass Sie jederzeit mit dem Widerruf umgehen könnten. Müssen wir uns anschauen, wie das dann eben funktioniert. Das Nächste, was wir dann hätten, ist ein Vertrag. Sie sagen, ist ja super, ich habe einen Versicherungsvertrag, kann ich wunderschön damit arbeiten und kann den Kunden mit allem niederprügeln, was dann eben so datenschutzrechtlich möglich wäre. Das funktioniert halt auch nicht so ganz. Und da habe ich dieses Korsett als ganz schönes Foto noch mir gedacht, dass ich das für Sie dann eben verwende. Schön anzuschauen, aber es schnürt Sie ein. Und das Problem beim Vertrag, wenn Sie sich da drauf stützen, ist die Zweckbindung. Also heißt, es gibt das datenschutzrechtliche Prinzip der Zweckbindung und Sie dürfen nur genau das machen, was in dem Vertrag gewährleistet ist. Und Sie können aus einer Police nicht das Recht des Bestandsverkaufs ableiten. Was haben wir noch für Möglichkeiten? Ein Gesetz. Immer wenn es ein Gesetz gibt, das ist sowieso erlaubt, dann dürfen Sie es machen. Aber, das hatte ich vorhin schon erwähnt, es gibt ja kein Gesetz, das Ihnen die Bestandsübertragung per se erlaubt. Müssen wir uns auch mal anschauen, was funktioniert. Und dann, Sie erlauben mir heute zwei Ausflüge, die ich subjektiv von mir noch mal ein bisschen interpretieren werde. Schlecht für mich, gut für Sie, weil darauf stützen wir unsere Lösungen. Dann eben, das möchte ich Ihnen aber noch mal zeigen. Es gibt hier dieses berechtigte Interesse. Das ist so eine schwammige Geschichte. Das ist ganz klar Einfluss von Lobbyarbeit auf den Datenschutz, weil hier natürlich mit diesem berechtigten Interesse bestimmte Dinge dann eben doch möglich gemacht werden würde. Hat der Gesetzgeber aber jetzt dann auch so ein bisschen dann eben nachgeschaut und hat sich dann eben gedacht, ja, okay, man kann eine Verarbeitung auf ein berechtigtes Interesse stützen, aber bitte begründet es immer. Und es muss immer besser sein als die schutzwürdigen Interessen des jeweiligen Kunden. Das ist ganz wichtig.
dann, und das ist ja auch noch so ein bisschen Gegenstand von heute, gibt es diesen Code of Conduct. Das kennen Sie alle und ich habe auch schon gesehen, Mensch, und nach Code of Conduct können wir das dann eben hier alles übertragen und ist wunderschön. Es würde hier auch wieder, Einfluss einer Lobbyarbeit, im Artikel 40 in der DSGVO würde es noch eine Rahmenregelung geben, wenn sich Gewerkschaften, Interessensverbände, große Vereine zusammentun und sagen, oh, bei uns ist das ganz speziell, wir machen hier ein besonderes Recht, dass wir halt dann eben unter einem besonderen Vertrag besondere Möglichkeiten, wie wir mit den Daten umgehen und wir einigen uns alle. Dann gibt es noch die Möglichkeit, dass man eine Datenschutzbehörde findet, die einem dieses Gesamtkonzept abzeichnet und dann eben en bloc dann eben sagt, so, und das ist eure brancheninterne datenschutzrechtliche Möglichkeit im Umgang mit den Daten. Das wäre auch noch eine Möglichkeit, das wäre der berühmte Code of Conduct. Jetzt haben wir beim zuständigen Landesdatenschutzamt Berlin nachgefragt. Stand ist im Moment eben so, das ist bekannt in Berlin, aber es ist noch nicht eingereicht zur Prüfung. Also heißt, es hat noch keinerlei juristische, wenn ich das so sagen darf, Gültigkeit. Gerade was die Bestandsübertragung geht, da haben wir jetzt aktuell Aussagen noch bekommen vom Leiter der Landesdatenschutzbehörde Berlin und der hat gesagt, grundsätzlich wäre das schon in Ordnung, aber es ist natürlich noch nicht in irgendwie Gesetzesform gegossen, auf das sie sich dann eben berufen können. Für mich ist es halt dann eben hier, Einflussbock zum Gärtner, ist das eben das Bild dann eben gemacht durch die Lobbyarbeit, hier ist halt der Bock ein bisschen zum Gärtner gemacht worden. Ja? Also heißt, hier können x-beliebige Vereine herkommen und hier erlauben sie mir den zweiten subjektiven Ausflug, den ich heute mit Ihnen noch daneben durchführen will, auch wieder als Beispiel Fußball genommen. Es hat so ein bisschen für mich den Charakter. Ist jetzt egal, blau, rot und so weiter. Hätten die zwei Männchen hier keine Fußballuniform an und es wird so auf der Straße passieren, das würden Sie sagen, das ist ein kriegerischer Akt. Ja, also das ist hier, das ist ja in Kaufnahme von irgendwo schwerster Verletzung, also was da eben läuft und mit Vorsatz und so weiter. Eigentlich ein Fall für einen Staatsanwalt. Fußballer sagen halt durch irgendwelche Verbände, durch irgendwelche FIFAs, UEFAs, die es dann gibt, nee, es ist ja nur auf dem Platz und es ist halt Fußball und alles nicht so schlimm. Ja, also das ist bei mir einfach mal so ein bisschen der Vergleich, den ich hier mit diesem Code of Conduct und mit diesen Möglichkeiten von Vereinsinteressen dann eben hier umzugehen, dann eben ziehen mag. Jetzt schauen wir uns mal an, wie sich dann eben nach diesen Grundlagen, die ich Ihnen gerade vermittelt habe, die Lösung präsentiert. Ja, Einwilligung, haben wir gesagt, wird grundsätzlich funktionieren, aber hängt halt dann immer ein bisschen am seidenen Faden des Widerrufs. Das Zweite ist, wir können Vertrag machen. Schauen wir mal, wie das dann eben funktioniert. Aber Sie wissen, schnürt ein. Das Dritte ist Gesetz. Schauen wir mal, ob es eins gibt. Und dann hätten wir noch unsere berechtigten Interessen. Mehr haben wir nicht. Die Buchstaben D und E, das betrifft Verarbeitung lebenswichtiger Daten oder heißt behördlichen Umgang in der Datenverarbeitung, da können Sie sich nicht drauf stützen. Aber mehr Möglichkeiten haben Sie nach Gesetz nicht. Vertrag fällt weg, haben wir schon gesehen. Also Sie können es aufgrund der Police noch nicht begründen. Gesetz gibt es auch nicht, fällt auch weg, bleibt nicht mehr so viel übrig. Berechtigten Interessen haben wir gehört, Sie müssen es irgendwie begründen. Wenn Sie ein berechtigtes Ihrerseits Interesse machen, müssen Sie schauen, welche Begründung Sie verwenden, damit Sie sich halt dann eben auf dieses Gesetz dann eben stützen können bei der Datenverarbeitung. Und ich habe schon interessante Fälle gesehen, also ich war mandatiert von einem Kollegen von Ihnen, der hat gesagt, ich habe beim Lead-Verkäufer, ich kaufe hier ein, aber sag mir doch mal bitte, ist das in Ordnung, was hier dann eben an Interessen geliefert wird? Wir haben das angeschaut, war eine schöne, seriöse Website, die dieser Lead-Verkäufer da hatte. Haben uns das eben mal ein bisschen genauer angeschaut und er hatte seine Datenverarbeitung auf 6.1f gestützt. Und seine Begründung war, weil ich Geld verdienen will. Kann man probieren, aber vermutlich ist es halt dann eben nicht irgendwo der beste Weg. Also Sie müssen sich schon was Schlaueres einfallen lassen. Und hier ist das Schöne, der Bock, der sich da zum Gärtner gemacht hat, hier können Sie in Zusammenhang mit dem Artikel 20 Code of Conduct können Sie hier vielleicht eine schöne Lösung für sich finden. Das haben wir jetzt mal für Sie aufbereitet und gegenübergestellt. Vertrag gucken wir uns noch an. Wir hören noch nachher einen Folgevortrag. Also Einwilligung funktioniert, ist möglich. Haben wir gerade gehört, Kunde kann in alles einwilligen, auch über die Bestandsübertragung. Aber jetzt schauen wir uns mal an, was es mit dem Widerruf auf sich hat. Beim Widerruf muss immer eine aktive Einwilligung sein. Das heißt, wir haben hier sehr viele formale Vorschriften, wie überhaupt so eine Einwilligung gestaltet werden muss. Da war der Gesetzgeber sehr streng. Müssen Sie aufpassen. Das nächste ist, Sie müssen halt, wie wir vorher gesagt haben, das Handling des Widerrufs irgendwie bei sich als Prozess implementieren. Wenn Sie das nicht haben, da kriegen Sie irgendwie ziemlich schnell Probleme. Dann, wie wollen Sie diese Einwilligung erhalten? Sie werden sich irgendwie so Mailing überlegen, Briefmailing und so weiter. Allerdings, und das möchte ich Ihnen vorwegnehmen, halt so ein bisschen als
Wert aus der täglichen Erfahrung. Sie werden halt hier nicht die tollste Rückläuferquote kriegen. Ganz einfach, was dem Kunden egal ist. Ja, der sagt, oh je, was muss ich unterschreiben? Die habe ich übersehen, das ist nicht so wichtig und so weiter. Und es bleibt halt einfach liegen. Ist nicht bös gemeint, aber es wird einfach liegen bleiben. Das heißt, Sie haben eine tolle Kampagne gemacht, aber haben vielleicht nur 10% Einwilligung. Das wollen Sie auch nicht kurz für Ihren Bestandsverkauf. Also müssen wir schauen, ob es funktioniert. Das überspringen wir mal dann eben zeitlich noch. Wir sind ein bisschen später dann eben dran. Jetzt schauen wir uns an, was eine gute Lösung wäre, nachdem wir eine mögliche Lösung gesehen hätten. Und eine gute Lösung wäre, das berechtigte Interesse aufzurufen. Und das berechtigte Interesse können Sie ja erstmal machen. Sie können sagen, weil Sie viel Geld verdienen und sich möglichst schnell auf einer Südseeinsel zur Ruhe setzen wollen. Machen wir aber ein bisschen schlauer. Ist immer die Voraussetzung, dass Sie natürlich irgendwann einen Bestandskaufvertrag mit Ihrem neuen Erwerber dann eben schließen. Und Sie sollten, also die Frist sind 14 Tage, rechtzeitig dann eben davon anfangen, Ihre Kunden zu informieren. Also wir empfehlen mindestens 2 Wochen, eher vielleicht 3 Wochen. Sie müssen ein Kundeneinschreiben machen und ganz wichtig wäre hier eben auf das Widerspruchsrecht hinzuweisen. So, und was haben wir als nächstes? Und das ist eben das Schöne jetzt im Zusammenhang mit dem Code of Conduct. Sie können das Verstreichen der Zeit, bis eine aktive Einwilligung gemacht ist, begrenzen und dann eben sagen, nach Ablauf dieser Frist ist alles, was nicht da, als Einwilligung mit aufzunehmen. Wenn Sie das dann eben soweit haben und die Frist ist abgelaufen, dann müssten Sie dann eben alle, die aktiv widersprochen haben, an den Versicherer gehen. Das ist für Sie nichts wert, können Sie nicht verkaufen, geht im Bestand des Versicherers über. Und dann eben noch ganz wichtig, Sie sollten halt dann wenigstens einmal irgendwie mit einer schriftlichen Notiz dann eben sagen, mein berechtigtes Interesse ist darauf zu stützen, war Code of Conduct, hier war das alles schön geregelt, ist ein branchenübliches Verfahren, so machen wir das. Und dann eben ganz wichtig, Sie müssen halt dann eben aufpassen, dass in keinem Fall dann eben die Daten der Widersprecher an den neuen Bestandserwerber übertragen werden. Da müssen Sie bei sich bei den Prozessen noch ein bisschen nachschauen. Also eine schöne Lösung. Und jetzt kommen wir mal zur perfekten Lösung, das ist die Michaelis-Lösung. Das ist quasi dann eben eine Bündelung von allen Möglichkeiten, die wir hier haben. Das haben wir eben für Sie dann eben auch noch vorbereitet. Und das wäre jetzt eben auch die eine Minute Zeit, wo ich meinen Vortrag dann eben für Sie halten hätte können. Regeln Sie es rechtzeitig, machen Sie da eben eine entsprechende Klausel, die sich dann eben erweiterte Rechtsnachfolgeklausel im Maklervertrag nennt. Das können Sie vereinbaren, aber das ist natürlich ein langfristiger Prozess, den Sie vorab beginnen müssten. Machen Sie das auch bei jedem Kunden. Also heißt, schauen Sie, dass Sie das dann eben standardmäßig machen. Und schauen Sie halt dann eben, dass wir halt hier mit unserem Verfahren halt dann eben eine Kombination aus den Möglichkeiten, die wir hier aus dem Datenschutz haben, dann eben für Sie eine optimale Lösung gefunden haben. Kann man auch wieder eben nur sagen, wie die Vorredner, schauen Sie bei A priori, da haben wir das für Sie dann eben schon hinterlegt und Sie wissen alle, zumindest die damit umgehen, wie das in A priori zu erledigen wäre, Häkchen machen und dann haben Sie standardmäßig diese Möglichkeit drin und mit dieser erweiterten Rechtsnachfolgeklausel können Sie dann eben zukünftig auch arbeiten. Aber das, wie gesagt, dann eben als langfristige Sache. Ja, und was gibt es denn noch für andere Möglichkeiten? Also natürlich trifft es jetzt dann eben bei Sie den Einzelmakler halt dann eben besonders. Vielleicht ist auch alle die in juristischen Personen jetzt dann eben gesellschaftlich dann eben geregelt sind. Da können Sie vielleicht auch diese Maßnahme beim Teilbestandsverkauf anwenden. Ansonsten haben wir natürlich auch noch die Möglichkeit für einen Todesfall dann eben vorzusorgen. Auch das wäre ja dann eben eine Art postmortale Bestandsübertragung. Aber da werden wir heute noch vom Kollegen Herrn Dr. Böhls noch einen kompletten Vortrag dann eben dazu hören. Als nächstes, da möchte ich auch noch ein bisschen Werbung für A priori machen. Ich weiß nicht, Stefan, wann geht es denn online? Harry, das entscheidest du bist der Programmierer. Mist. Mist. Also wir sind ja auch schon ganz toll in Vorbereitung und wir sind ja auch in den letzten Zügen. Das heißt, alle, die A priori von sich nutzen, wir haben ja ein tolles Layout dann eben gehabt. Sie sind heute auch die Ersten, denen wir das dann eben präsentieren können. Wir haben es ein bisschen hübscher, ein bisschen besser gemacht. Aber wir haben natürlich auch noch neue Funktionen mit dazu genommen, nämlich halt dann eben für Sie Bestandsankauf, Bestandsverkaufportal. Hier können Sie dann eben eintragen, ob Sie Interesse an einem Kauf oder Verkauf haben. Das bieten wir Ihnen dann eben auch noch kostenfrei an. Sie können hier auch dann eben schauen, wo bestimmte Bestände verkauft werden oder nicht. Und auf alle Fälle wollen wir halt dann eben bei Ihrem Interesse Sie natürlich dann eben auch anwaltlich bei dem ganzen Prozess begleiten. Finden Sie dann eben auch alles auf A priori. Dann kleiner Blick noch dann eben auf die neue Startseite. Wir haben uns da Mühe gegeben, wir haben ein bisschen mehr Farbe, wir haben ein bisschen mehr Bildmaterial reingebracht. Da finden Sie sich dann eben auch noch besser dann eben zurecht. Schnell, einfach, unkompliziert wollen wir das dann eben in gewohnter Art und Weise für Sie dann eben machen. Und
Herr Michaelis hat ja mit seinem Maklerkompendium auch die ganzen anwaltlichen Geheimnisse preisgegeben. Auch da finden Sie halt dann nicht nur dann eben jetzt die versicherungsspezifischen Themen, sondern auch alle weiteren Dokumente, die für Sie im Maklerbüro noch notwendig wären. Ja, ein Maklervertrag, das hatten Sie heute schon gehört. Diese Ein-Unterschriftenlösung haben wir für Sie auch schon umgesetzt. Auch das können Sie dann in Zukunft nutzen in gewohnt einfacher Art und Weise. Dann, glaube ich, war ich ganz gut in der Zeit. Ich hoffe, ich habe Ihnen ein bisschen was von den Datenschutzgrundlagen mitgeben können. Das trifft Sie bei jedem Thema. Vielleicht verzeihen Sie mir meine subjektiven Ausflüge. Das ist immer, wenn ich als Datenschützer weinen muss, können Sie dann eben lachen. Und in dem Zuge danke ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank.